Signore e signori, care amiche, cari amici del Centro Tedesco di Studi Veneziani, care borsiste e cari borsisti. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Studienzentrums in Venedig, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Artist Talk, der uns die Gelegenheit bietet, Andreas Quartal kennenzulernen, einen Künstler, der im Feld der bildenden Künste, vor allem auf dem Gebiet der Zeichnung, tätig ist. Wie gewohnt wird sich der Künstler durch das Gespräch mit Petra Schäfer vorstellen, die am Deutschen Studienzentrum für die Kunstförderung zuständig ist. Wir freuen uns sehr, Sie und euch an diesem Abend hier bei uns zu haben, denn es war uns sehr gelegen, auch und gerade angesichts des Krieges in der Ukraine nicht zu verstummen oder uns der Resignation hinzugeben. Vi do un cordiale benvenuto in occasione dell'Artist Talk di stasera che ci offre l'opportunità di conoscere il borsista Andreas Quartal, artista nel campo delle arti visive, attivo soprattutto nel settore del disegno. Come di consueto, l'artista si presenterà interloquendo con Petra Schäfer, responsabile delle relazioni artistiche del Centro Tedesco. Siamo molto commossi di avervi qui con noi questa sera perché ci tenevamo molto a non tacere e non cedere alla rassegnazione anche e soprattutto in virtù della guerra in Ucraina. Wir wissen, dass wir wenig tun können, aber wenn viele wenig tun, kann auch das Wenige zu vielem werden und am Ende vielleicht helfen. In diesem Sinne verstehen wir unser Thema Brücken mit, in Klammern, Venedig kommunizieren. Denn wenn unsere Veranstaltungen, die künstlerischen und die wissenschaftlichen, mit den Reihen Brücken der Wissenschaften und Brücken der Künste unter diesem Motto stehen, geben wir damit unserer Überzeugung Ausdruck, dass Kommunikation die Welt gestalten und verändern kann. Ob es um die Probleme Venedigs geht oder die in viel unmittelbarerer Weise existenziellen Bedrohungen, die der Krieg mit sich bringt. Es kommt darauf an, welche Stimmen gehört werden, welche Aussagen um den Globus gehen und kollektives Bewusstsein und oft genug auch Wirklichkeiten schaffen können. Und weil es darauf ankommt, haben wir unsere Arbeit in den schwierigen Phasen der Pandemie fortgesetzt und versuchen, auch in dieser überaus besorgniserregenden Situation mit Venedig und der Welt in Kommunikation verbunden zu bleiben. Es zeigt sich in den sehr unterschiedlichen Krisenkontexten, die wir nun durchleben, einmal mehr, wie wenig Kunst, Kultur und Wissenschaft als Luxus abzutun sind und wie dringend die Gesellschaften ihre Kunst- und Kulturschaffenden brauchen, die sich gerade jetzt immer wieder äußern und zeigen, dass sie nicht außerhalb stehen, sondern mitten im Leben, das uns alle angeht. Sappiamo che possiamo fare poco, ma se molti fanno poco, anche il poco può diventare molto e aiutare alla fine. È in questo senso che comprendiamo il nostro tema Ponti comunicare con, tra virgolette, Venezia. Se i nostri eventi, quelli artistici e quelli scientifici, con i cicli Ponti degli Studi e Ponti delle Arti, si svolgono all'insegna di questo motto, è perché siamo convinti che la comunicazione può plasmare e cambiare il mondo. Che si tratti dei problemi di Venezia o delle minacce della guerra molto più imminenti in un senso esistenziale, è importante quali sono le parole che vengono ascoltate, quali i discorsi che fanno il giro del mondo e riescono a creare una coscienza collettiva e molto spesso anche delle realtà concrete.
Per questa importanza abbiamo continuato il nostro lavoro nelle fasi più difficili della pandemia e cerchiamo di restare connessi attraverso la comunicazione con Venezia e il mondo anche in quest'altra situazione che desta gravi preoccupazioni. Risulta evidente ancora una volta nei diversi contesti di crisi che stiamo vivendo quanto poco l'arte, la cultura e la scienza possano essere liquidati come lusso e quanto invece le società abbiano urgentemente bisogno di chi è creatrice o creatore d'arte e cultura, di tutti coloro che anche e soprattutto ora si esprimono ovunque dimostrando di non essere fuori della società, ma in mezzo alla vita che ci riguarda tutti. Das Bild, das unsere Einladung zu der heutigen Veranstaltung schmückt, lässt bereits erahnen, wie die Wahrnehmung der Umwelt in die Arbeit von Andreas Quartal eingeht. Das intensive Erleben der von der Pandemie bestimmten Lage im Januar scheint, wenn ich das schon sagen darf, ohne etwas vorwegzunehmen, eine wichtige Rolle im venezianischen Schaffen des jungen Künstlers zu haben. Aber nun werden uns die Gesprächspartner sicher auch dazu Näheres vermitteln. L'immagine che adorna il nostro invito all'evento di oggi già lascia intuire come la percezione dell'ambiente entri nel lavoro di Andreas Quartal, che se mi è permesso dirlo senza voler anticipare nulla, l'intensa esperienza della situazione pandemica nel mese di gennaio sembra aver giocato un ruolo importante nel lavoro veneziano del giovane artista. Ma i nostri interlocutori sapranno darci sicuramente maggiori dettagli anche in questo merito. È con grande piacere che cedo il palco ad Andreas Quartal e Petra Schäfer per il talk e auguro a tutti noi buon ascolto e buona visione. Ich freue mich auf den Talk und wünsche Ihnen und uns allen gutes Zuhören und Zuschauen. Vielen Dank. Sì, scusateci, brevissimo cambio di scena. Grazie alla direttrice Dottoressa Liebermann, vielen Dank alla direttorin Dottor Liebermann und herzlich willkommen Andreas Quartal. Benvenutissimo Andreas Quartal, questo è il tuo applauso. Vielen Dank für die Möglichkeit zum Gespräch. Dank ans Centro und danke für den Applaus. E come di consueto vi traduco, anche se qualche parola l'hai imparata in questi quasi due mesi e mezzo. Bist schon fast seit zweieinhalb Monaten hier in Venedig. Mm-hmm. Du bist Stipendiat von Januar bis März und ich werde übersetzen, auch wenn du schon ein bisschen Italienisch jetzt auch wieder aufgeschnappt und vertieft hast in diesen zweieinhalb Monaten. Man lernt es im Centro natürlich und man lernt es natürlich auch hier in der Umgebung, auf den Straßen. Und so viel wie ich kann, schnappe ich natürlich auf und übe. Es wird immer besser von Tag zu Tag. Quindi su italiano sta migliorando giorno a giorno, ma vi traduco Andreas, che vi saluta, vi ringrazia dell'applauso. Wir haben es gehört in der Einführung, Andreas, es ist keine leichte Zeit. Du bist gestartet im Januar, da war noch Lockdown, Pandemie. Wir sprechen gleich darüber, wenn wir über die Arbeit sprechen, die Frau Dr. Liebermann schon kurz angesprochen hat. Es hat sich auch was verändert seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs in deinen Arbeiten. Das kann man nicht ausblenden. Und im Vorgespräch hast du gesagt, die Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich mit dem, was sie umgibt. Und natürlich fließt eine solche Krise auch ein. Man ist natürlich in der künstlerischen Arbeitsweise mehr oder weniger wie ein Schwamm oder ein Seismograph in gewisser Weise, der diese Schwingungen aufnimmt. Und man versucht eben unter Heranziehung verschiedener künstlerischer Mittel dann diese Dinge zu verbinden mit der eigenen Intention auch. Man kann es fast ein bisschen vergleichen mit einer Verkäufer, Verkäuferin im Supermarkt. Ja. Es gehen ganz viele Dinge unter der Hand von so einer Person durch und ein paar Sachen bleiben natürlich auch hängen.
Ja, und das ist irgendwie Bezug, nicht Bezug, aber es ist immer mehr Bezug da, als man eigentlich vermutet. Und das bildet sich dann in den Arbeiten ab. Das werden wir besprechen, aber wir werden einen großen Bogen schlagen und beginnen mit deinen Vorarbeiten, bevor du überhaupt nach Venedig gekommen bist und mit dem, was du ab Januar gemacht hast. Sì, è chiaro, la direttrice Lieberman nella sua introduzione l'ha accennato, non possiamo non tener conto di quello che ci circonda. Proprio nel colloquio iniziale con Andreas diceva gli artisti, noi artisti sempre in qualche maniera ci occupiamo di quello che ci circonda, e in un momento di crisi come questo, prima con lockdown, quando è arrivato a gennaio, ne parleremo, ma anche adesso con l'inizio della guerra in Ucraina, sicuramente si vede, e Andreas diceva che si è come un seismografo da artista, e vedremo adesso nell'arco della presentazione cosa e quando è cambiato qualcosa nella sua espressione artistica. Vielen Dank für den Hinweis auf die Kamera, ist vollkommen richtig, aber wir haben ja Publikum vor Ort. Sie sehen es, wir nehmen auf heute Abend, wir werden nicht live senden, aber ja, hin und wieder gucken wir in die Kamera. Danke für die Erinnerung an Martin Daske und Mario Fiori, die heute Abend aufnehmen. Giustamente, l'applauso anche per chi ci segue questa sera. Grazie. Abbiamo una ampia, ampissima platea, ma cerchiamo ogni tanto guardare anche nella telecamera. Danke für die Erinnerung. So, dann gehen wir mal gleich in medias res und schauen, was du uns als erstes mitgebracht hast. Das ist eine Arbeit, mit der du dich vorbereitend auf Venedig auseinandergesetzt hast. Was sehen wir hier? Questo la tua prima opera. Oh, ich sehe hier, ich habe vergessen, danke durch die Ablenkung, dass ich dich kurz biografisch einführen möchte. Das können wir aber machen, während wir dieses erste Bild stehen lassen. Es ist sowieso so komplex, dass es sich vielleicht auch lohnt. Da kann man sich schon mal einsehen. Diese Arbeit heißt Galanta und ist von 2020. Vielleicht kurz ein Wort dazu, bevor ich dich biografisch einführe und wir näher darauf eingehen. Was man hier sieht, ist ein Entwurf für eine Landschaftsstadt, also eine Stadt der Zukunft, die auf Venedig insoweit rekurriert oder eine Vorbereitung für meinen Venedig-Aufenthalt war, als man Venedig hier ganz unten sieht, aus der sozusagen die Landschaft hervortritt. Also was eigentlich die Arbeit zeigen soll, ist eine Symbiose zwischen dem Städtischen, zwischen dem Urbanismus und der Natur. Und da fällt mir das Zitat von Don DeLillo ein, "Cities are built to remove time from nature." Und das ist genau das Problem, was ich lokalisiere im Städtischen oder im Urbanismus oder fast sogar in so einer Form von übersteigerten Urbanismus, dem wir heute begegnen in der gesamtmenschlichen Kultur gegenüber der Natur. Dass wir nämlich der Natur Zeit und Raum entreißen. Und ich glaube, für einen städtischen Entwurf der Zukunft ist es wichtig, genau darauf einzugehen und der Natur wieder Zeit und Raum zurückzugeben oder eigentlich in Symbiose damit zu leben. Und da gibt Venedig genau das richtige Vorbild ab für diese Zukunftsstadt, weil sie ja seit Anbeginn ihrer Gründung mit den Gezeiten des Meeres in Harmonie lebt, also in Symbiose, und versucht unter Rücksichtnahme auf zum Beispiel die Anschwemmungen in der Lagune, da ein richtiges Maß zu finden des Wohnens, nicht wie wir sagen würden, des Wohnens in der Natur, sondern wie Richard Polk Harrison sagt, des Wohnens in Beziehung zur Natur. Also da ist ja eigentlich noch mal mehr drin. Und Venedig ist hier so eine Art Keimzelle unten, wo diese Stadt heraussprießt, die dann sich, so wie die Natur sich hier wandelt, auch wandelt. Also was wir eigentlich brauchen, glaube ich, sind Städte, die mitwandern mit der Natur in Zukunft. Das war für ein kurzes Statement sehr lang. Ich werde das nicht alles übersetzen können, aber natürlich springen wir sofort rein in das, was es natürlich auch dem Zuschauer zu Hause leichter macht, in das, was dann eben das Kernstück, kann man das so sagen,
dieser Arbeit auch ist. Sì, avevo chiesto un brevissimo cenno ad Andreas a questo primo immagine che adesso a lungo avete visto. È una sua, un suo lavoro del 2020, quindi un disegno che aveva preparato proprio in vista del suo soggiorno di studi qui a Venezia. Il nome è Galanta ed è in qualche maniera un paesaggio utopico. E adesso ha fatto un lungo excursus, voglio chiudere con quello che aveva detto citando Robert Park Harrison, che diceva che non viviamo, non abitiamo nella natura, bensì in rapporto con la natura, e per Andreas Venezia è proprio il sinonimo, se vogliamo, l'esempio più storico, l'esempio doc, se vogliamo, per una convivenza con la natura. Ganz kurz, weil das wirklich dazu gehört, du bist 82 geboren in Regensburg, lebst und arbeitest in München. Ich möchte nicht umhin kommen, ganz kurz zu sagen, was du gemacht hast. Du hast Kunstgeschichte zunächst studiert, was in unseren Gesprächen immer interessant war, weil natürlich, wenn man nach Venedig kommt, man auch das nicht ausblenden kann, dass du auch mit deinem kunsthistorischen Vorwissen ein großes Interesse hast, auch für die Museen und sich damit dezidiert auseinandersetzt, mit dem, was dich hier auch in dem Kunstumfeld umgibt. Dann hast du gewechselt nach 2 Jahren Kunstgeschichte 2006 an die Kunstakademie in München, wo du bei Markus Oehlen studiert hast, warst von 2009 bis 2013 Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, und mit der Studienstiftung warst du auch schon hier in Venedig und im Studienzentrum aus Anlass einer Biennale. Wichtige Ausstellungen, auch die sind schnell zu nennen, natürlich die Gruppenausstellung Favoriten 3, Neue Kunst aus München im Lehnbachhaus in München, aber auch Startup Art and Q&A in der München Re, Limbo Lichtspiele im Museum Villa Stuck. Das sind große Namen in München. Und du hast immer wieder Einzelausstellungen präsentiert in den Galerien, zum Beispiel Andreas Grimm, aber auch bei Jan Jo van de Loo in München. Und es ist eine Ausstellung bei Jo van de Loo, die du jetzt im Mai präsentieren wirst. Und wir sehen hier, und das ist toll, dass es heute möglich ist, sozusagen vorab, was du dann in München präsentieren wirst. Brevissimamente lo accennato adesso il curriculum di Andreas. Andreas ha studiato in primis storia dell'arte, ben 2 anni a Ratisbona, dove è nato nel 1982. Dopo ha cambiato l'Accademia di Belle Arti a Monaco, dove ha studiato con Markus Oehlen, e durante i suoi studi era borsista della Studienstiftung des Deutschen Volkes. Vogliamo brevissimamente nominare le sue mostre più importanti che lo vede protagonista alcune dei grandi musei di Monaco, del Lehnbachhaus, della München Re e del Museum della Villa Stuck. E è rappresentata da una galleria a Monaco, Jo van de Loo, dove presenterai una mostra adesso il 19 maggio e lavori giorno e notte, lo possiamo dire, per questa mostra. E come di consueto nell'ambito di questi Artist Talk abbiamo questo grande privilegio di vedere le opere in anteprima. Und wir können auch jetzt schon verraten, du hast auch eine Arbeit mitgebracht, die liegt aus hier vorne, wenn Sie nachher Zeit haben und mal draufschauen möchten. Oh, das war mein Telefon. Hier vorne in der Vitrine. Oh, die ist jetzt zugestellt, hier stellen wir nachher wieder frei. Das heißt, wir haben auch wirklich einen esclusivo Blick auf eines deiner Fragmente. Adesso indicavo brevissimamente per chi dopo è interessato a vedere una delle opere in originale. Andreas, poco prima del talk, è stato così gentile, ha portato un suo frammento che ha esposto in una delle vetrine qui in sala. Geschafft. Jetzt gehen wir aber zurück zu Galanta. Wie ist der Bezug und der Sprung von Galanta zu deinem Projekt in Venedig, Lo Sposalizio del Mare, die Vermählung des Meeres? Ja, es gibt ja den Topos der Sposalizio del Mare, wie du schon gesagt hast. Das ist eine Zeremonie, oder vielleicht die berühmteste venezianische Zeremonie, die Vermählung mit dem Meer, wo der Doge einen Ring alljährlich in die Lagune wirft, um somit auszudrücken, wie verbunden Venedig mit dem Wasser ist. Und das hat mich natürlich im Zusammenhang mit dem Entwurf einer solchen Landschaftsstadt besonders gereizt und
habe dann darüber nachgedacht, wie sich das im Weiteren umsetzen lässt. Interessant war dann, nähere Betrachtungen anzustellen über diesen, weniger über den Vorgang dieser Zeremonie, sondern mehr eigentlich über die Bedeutung. Was ich dann herausgelesen habe, war eigentlich eine Umdeutung dieser Zeremonie im heutigen Sinn, indem man die Verbindung der Stadt mit tatsächlich der Natur, also dem konkreten Element des Wassers sieht. Jetzt ist aber dabei eigentlich historisch gesehen ein Zusammenhang dabei, der wesentlich imperialer ist. Natürlich drückt es auch oder drückte es auch aus, den Anspruch Venedigs als Herrschaft über die Meere. Ja. Interessanterweise ist damit auch so ein bisschen verbunden ein Herrschaftsanspruch über die Natur. Also ein wahnsinnig imperialer Begriff eigentlich. Und dann war das irgendwie wirklich, wie es hier so ist am Cento, ganz toll, weil ja Max Czollek hier war. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich habe gesagt, Max, was kann ich denn tun? Ich habe irgendwie diesen Begriff, der so toll ist und so schön, aber eben diesen Touch hat, und wie kann ich den modernisieren? Und Max hat einfach gemeint, ja, streich doch einfach die Äthüpfelchen heraus. So kommt eine Vermalung mit dem Meer zustande, also ein sozusagen malender Vorgang wie in einer Mühle, der auch die Umweltproblematik irgendwo thematisiert, ja, die Stadt, die vielleicht vom Meer verschluckt wird. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, das ist mir aber jetzt wieder zu heftig, ich streiche einfach das Haar auch noch heraus, und dann haben wir eine Vermalung mit dem Meer und haben die Malerei damit thematisiert, und somit war der Titel entstanden für das Projekt dann und auch für die Ausstellung, die im Mai dann bei Johanne Lugitz. Und so kommt es von der Vermählung zur Vermalung zur Vermalung. Und damit können wir jetzt eigentlich, das hast du super eingefügt, auch direkt zu Neptun und der Umweltproblematik. Und das muss man dazu sagen, das ist wirklich ein Atelierfoto, dieses Fragment, das wir hier auch ausgestellt haben, auf das wir gleich eingehen, wenn ich schnell übersetzt habe. Sì, il titolo del progetto di Andreas lo sposalizio del mar. Inutile raccontare ai veneziani cos'è lo sposalizio del mar, questa cerimonia la conosciamo tutti, questo omaggio del doge al mare, che comunque è l'elemento più importante per Venezia, per una convivenza in sicurezza. E da questo omaggio si è avvicinato e più che si è occupato di questa tematica anche iconografica, più Andreas ha notato, ci racconta che in qualche maniera è una tematica legata anche al potere e in qualche maniera anche la ricerca del potere di Venezia sul mare. E per poter in qualche maniera avvicinarsi diversamente alla tematica, adesso il salto in italiano è difficilissimo, in tedesco è facile eseguirti, e insieme al politologo Max Czollek, ospite della direzione a gennaio qui, avete discusso su come si possa trasformare, arrivare dallo sposalizio del mare in una cosa un po' più attuale, come si possa leggere lo sposalizio del mare in una chiave più attuale, e quindi c'è stata la trasformazione in tedesco da Vermählung a Vermalung. E in italiano non funziona, non ve lo posso tradurre, ma quello che mi sono scritta prima per la traduzione è che in qualche maniera è diventato un tritamento del mare e non uno sposalizio del mare. Ed eccoci, Nettuno, questo frammento che Andreas è stato così generoso di farci avere, perché è in realtà una cosa che adesso ha deciso di non mostrare in mostra, è un frammento che è rimasto là per il momento, una foto del suo atelier, e vediamo come Nettuno, da questo cono dove solitamente lo conosciamo, sposa i doni a Venezia, qui dal suo cono fuori esce di tutto, proprio anche quello che è il maluso del mare. Questo frammento poi, se volete, è esposto.
Dieser Neptun hat mich von der ersten Sekunde an total begeistert, weil wir natürlich dieses Gemälde, an dem du dich inspiriert hast, alle kennen und weil es gerade im Dogenpalast nochmal prominent präsentiert ist in der Ausstellung 16 Jahre Venedig. Es ist rekurriert auf Tepolus, Neptun und den, der Venedig die Gaben des Meeres präsentiert. Und das ist eine wirklich durch und durch zeitgenössische Darstellung, die du da aus seinen aus dem Füllhorn kullern lässt. Ja, das sind lauter technische Devices sozusagen, die halt dann eigentlich auch wieder die Umweltproblematik spiegeln. Die ganzen Kulturrückstände, die dann einfach im Meer schwimmen letztlich. Ich meine, es ist ein ironischer Kommentar oder ein Versuch eines ironischen Kommentars, weil es ist ja letztlich jetzt hier nur Fragment geblieben, diese Arbeit, auf das Bild von Tiepolo, Neptun bringt Venedig die Gaben des Meeres dar. Und ursprünglich war da auch noch eine Venedig mit drauf, aber ich dachte dann, das ist eigentlich unnötig, weil jeder das Bild kennt natürlich von Tiepolo und andererseits, wenn man nur den Neptun und das Füllhorn hat, auch sagt in dem kleinen Fragment, dass doch das ein weltumspannendes Problem ist und auch letztlich nicht nur eins, das hier Venedig betrifft, weil es mitten im Meer steht, sondern das ist ein Problem des Urbanismus, diese Ausschüttung, die nichtsdestoweniger natürlich voller Pracht ist. Ja. Aber ich mache das gern sozusagen mit einem ästhetischen Köder, den Betrachter zu locken. Und dann, wenn er genau hinschaut, kann er sie eine Entdeckung darin machen, die durchaus auch kritisch gemeint sein kann. Sicuramente un commento quindi ironico, racconta Andreas. E alla fine la scelta di aver rinunciato alla raffigurazione di Venezia, che inizialmente in questo quadro che è rimasto frammento c'era, è dovuto al fatto che ha deciso che comunque questa immagine possa essere non solo significativo per Venezia, ma per tutto il mondo, perché raffigura un problema dell'abuso dell'ambiente, dell'urbanizzazione, che è un fenomeno assolutamente globale. Dann wollen wir schnell weitergehen. Du hast angefangen mit Tuschearbeiten und hast dich dann aber recht schnell an die Farbe gewagt. Und du sagtest im Vorgespräch, da wird sich mancher, der deine Arbeiten sehr gut kennt, wundern, dass du jetzt in Venedig plötzlich so farbgewaltig arbeitest. Und das ist, schau mal, wenn man sich jetzt umdreht, das sind kleinformatige Arbeiten. Jetzt knallt einem das schon entgegen. Also vielleicht sind das Inspirationen für zukünftige Gemälde. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, ich gehe nicht hier weg, ohne ein anderer zu sein, aus Venedig und aus dem Centro. Das ist natürlich auch mein Wunsch gewesen, dass es so kommt. Und was mir hier zuvorderst begegnet ist, war eigentlich das venezianische Licht. Und ich habe das schon ein bisschen halt auch vermutet. Und ausgehend vom Licht oder der Spiegelung des Lichts auch auf dem Wasser, eben der Begegnung mit den Elementen, die Emotionen auslösen, hatte ich dann eigentlich langsam den Wunsch, dieses Thema des Urbanismus oder dieser Stadtentwicklung der Zukunft jetzt hier für die 3 Monate nicht zurückzustellen, aber von einer anderen Seite her nochmal zu betrachten, nämlich über Elemente, über Wasser, über Emotionen, über Licht. Und da muss ich sagen, da hat es einfach zunächst einmal sehr viel Spaß gemacht. Das jetzt hier ist ein Dekorationsdetail aus dem Dogenpalast oder inspiriert davon und ist eben eigentlich eine schnell hingeworfene Skizze nach so einem Tag der Besichtigung, ja. E qui vediamo come Andreas, che solitamente lavora in bianco e nero, infatti parlando mi diceva, ma chi conosce le mie opere sarà sorpreso a vedere che lavoro a colori. E ancora più sorprendente vedere adesso le sue opere che sono di piccola dimensione su carta, vederli catapultati sullo schermo in queste dimensioni così grandi. Infatti stamattina quando abbiamo guardato aveva detto chissà, sarà ispirazione per un ciclo anche di pittura di grande dimensione. Andreas ci racconta che aveva deciso di avvicinarsi da un punto di vista un po' diverso alla sua utopia urbanistica, perché una volta arrivato a Venezia
è cambiato la prospettiva, c'era la luce veneziana e tutte queste influenze che l'hanno ispirato il lavoro a colori e qui vediamo un brevissimo schizzo in acquarello dopo la visita a Palazzo Ducale. Und wir gehen weiter. Wenn man so möchte, bist du von der Landschaft auf die Menschen gekommen und wir werden das jetzt in der Reihe, die wir zeigen, sehen, denn wir gehen immer mehr auf Personen und auf Körper. Also im Grunde bist du von der Urbanistik und von der Stadtansicht auf das gegangen, was die Stadt bevölkert. Und wir sehen hier von der Poetik des Dogenpalastes einen Sprung in den Alltag, den venezianischen. Ja, das ist ein bisschen inspiriert von den Genreszenen von Pietro Longhi, der ja den venezianischen Alltag im 18. Jahrhundert dargestellt hat. Und das ist halt das Müllboot. Ja. Und es ist eigentlich auch im Zuge der Recherche entstanden über die Überlegung, wie kann ich der Stadt irgendwo zu dem Thema Urbanismus beikommen. Und die Frage, wo der Müll hinkommt, ist in jeder Stadt die entscheidende. Und es wird jetzt hier auf dem Boot verladen, wie man sieht, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist irgendwie dann, bleibt es auf dem Boot? Natürlich nicht. Also das Boot ist irgendwo auch paradigmatisch wieder für die Welt halt. Das Boot, in dem wir alle sitzen, in das laden die den Müll. Und sie sind ja auch wahnsinnig präsent, die Müllboote, mit ihrem leuchtenden Grün. Ich fand da auch einen interessanten Zusammenhang zwischen dem Wort Green City oder was wir uns darunter vorstellen und der ganzen Problematik, die wir im Hinblick auf so eine Stadt, auf eine Landschaftsstadt der Zukunft noch lösen müssen. Und davor ist Venedig auch nicht verschont. Sì, qui vediamo quindi un altro aspetto dell'avvicinarsi a Venezia e in qualche maniera ispirato alle scene di vita di Pietro Longhi che tutti conosciamo del XVIII secolo. E cosa vediamo? Come vediamo? Come viviamo oggi la città lagunare? La viviamo anche la mattina vedendo l'AMAF che porta via con le barche l'immondizia. E cosa succede, si è domandato Andreas, con l'immondizia a Venezia? Certamente va portata in barca e per Andreas in qualche maniera questa barca è simbolo della barca del mondo nella quale siamo seduti tutti. Das ist wunderbar, dieser Begriff, wir sitzen alle in einem Boot. E quindi sicuramente anche il problema dell'ambiente a Venezia. Allo stesso modo comunque ha fatto notare che il colore è molto tipico dei lavoratori ecologici e questo verde che riconosceva nelle barche lo ricordava anche l'espressione del Green City, quindi la domanda come possiamo anche migliorare nel quotidiano urbanistico la nostra vita. Und jetzt gehen wir aber wieder zurück. Du hast also die erste Zeit, wir sprechen jetzt von Januar, Februar, parallel gearbeitet und zwar sowohl Aquarell als auch Tusche. Wir haben jetzt hier nur eine kleine Auswahl von deinen Arbeiten. Da ist natürlich viel mehr passiert. Wir wollten mal kurz zeigen, wie diese beiden Sachen erstmal parallel liefen. Quindi all'inizio, in questi primissimi settimane a Venezia, Andreas ha lavorato sia in acquarello sia con inchiostro. E questo è l'opera che prima la dottoressa Liebermann aveva già citato. Das ist eine tolle Arbeit und ich glaube, die ist auch gleich in der ersten oder zweiten Woche entstanden. Ja, das war ein unmittelbarer Eindruck, den ich hier zu Papier gebracht habe und spiegelt auch ein bisschen die Erlebnisse am Centro oder auch noch aus der Rückschau, wie auch Marita schon einführend gesagt hat, aus den Quarantäne-Erlebnissen vorher und aber auch am Centro. Und was ich letztlich eigentlich hier mit der Arbeit sagen möchte, ist die schwierige Sache, sich zusammenzusetzen und gleichzeitig sich mit einer Sache auseinanderzusetzen. Und das zeigt die Arbeit so ein bisschen. Auch habe ich mich inspirieren lassen von der Arbeit von Bill Viola im Dogenpalast. Zattere heißt sie, wo das Wasser die Leute, die so statisch wie an der Bushaltestelle warten, überschüttet. Und die Arbeit zeigt so ein bisschen die Problematik des Zusammenhaltens in so einer Krise. Und ich meine, ich muss sagen, irgendwie hier am Centro, das ist wirklich eine außergewöhnliche Situation, ja, in der sich Leute auf sehr schönem Umfeld, in sehr schönem Raum begegnen und Wissenschaft und Kunst sich begegnen und sich über ein Problem auseinandersetzen, ohne sich auseinanderzusetzen, also
sich dabei zusammenzusetzen. Und das ist irgendwie so das Gefühl, das mir hier begegnet ist. Sì, qui vediamo un'impressione immediata, come racconta Andreas, proprio il primissimo momento quando è arrivato, che sicuramente è un ricorso a quello che gli è successo qui al Centro Tedesco, dove ospitiamo una decina di borsiste e borsisti, quindi giovani ricercatori, ma anche altri artisti e artiste che insieme convivono e allo stesso momento discutono, studiano, si confrontano anzi su un tema che è Venezia, sulle problematiche che è Venezia, sulla storia che è Venezia. Questo insieme di confronto da un lato e convivenza all'altro è quello che vediamo in questo magnifico omaggio, e con qualche ritratto, wie wir wissen, auch einigen porträthaften Zügen von Mitstipendiatinnen, die zuschauen heute, die nicht mehr hier sind. La cosa che è veramente affascinante è che Andrea si è fatto ispirare anche dalla mostra 1600 anni a Venezia, dove adesso abbiamo l'installazione video di Bill Viola, Le Zattere, del 2014, dove chi l'ha visto si ricorda un gruppo di persone a una fermata di un autobus viene travolta da un'onda e pian piano si rialza, e questo sicuramente in qualche maniera riporta anche il momento di crisi e la quarantena che qui abbiamo vissuto. Und deshalb auch der Titel Quarantine Cocktail. Questo, der Titel der Arbeit ist Quarantine Cocktail, und das wird uns sicher noch lange an diese extreme, auch wirklich extreme Erfahrung im Januar erinnern, wo die Stadt wirklich sehr, sehr ruhig war und man sich natürlich auch sehr hier ins Haus zurückgezogen hat. Und dann ist etwas passiert. Du hast also erstmal parallel gearbeitet und hast eine ganz neue Serie begonnen, ganz weit weg von dem, was wir ganz zu Beginn 2020 gesehen haben. Ja, was ich mich dann gefragt habe, ist im Zuge auch der Auseinandersetzung mit dem urbanen Thema, wie kann ich eigentlich in einer Stadt jetzt weiterarbeiten, die so sehr von Musealisierung bestimmt ist und auch von der Auseinandersetzung mit den Museen, also der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, der Recherche, der Forschung. Ja. Ich habe mich gefragt, irgendwie treibt nicht dieses unglaublich notwendige Element ja, nicht vielleicht doch auch zur weiteren Musealisierung irgendwo bei oder zu einem musealen Blick? Oder respektive so gesagt, was kann ein Künstler damit anfangen oder wie kann ein Künstler damit umgehen? Sollte er das auch tun? Sollte er das vielleicht unter einem konkret nur recherchierenden Moment tun? Oder sollte er sich vielleicht den Dingen zuwenden, in denen in 100 Jahren wieder recherchiert wird, über die in 100 Jahren wieder recherchiert wird? Und da bin ich auf die Gazzetta dello Sport gekommen. Ich finde, das ist eins der, oder mir ist es am allerersten Tag, ist mir die Zeitung entgegengesprungen, und ich mag sie ja schon seit Jahren und hatte so insgeheim den grummelnden Wunsch, darüber zu arbeiten, und fand dann, dass es eigentlich ein schönes Medium ist, einen Zusammenhang zu finden zwischen den kunsthistorischen Elementen, die man sieht, wie von Tintoretto, die Bewegungen von Tizian in den Gemälden, die Körper von Tiepolo, ja, und was drückt das heute aus, wo sieht man das, ist eigentlich die Gazzetta dello Sport, da hat man all diese Sachen drin, und da konnte ich die zusammenbinden und zu einem Ausdruck bringen, der eigentlich den Körper thematisiert, irgendwo auch das Lebendige in der Stadt thematisiert und so einen musealisierenden Aspekt umgehen. Ich werde also ganz sicher weiterarbeiten an diesen konkreten Stadtentwürfen und heimgehen mit wahnsinnig viel Inspiration dazu. Aber die Lösung, hier jetzt weiterzuarbeiten für die nächsten Monate, war dann der Spaß an der Arbeit. Ja. Und da kommt auch so, oder ich lasse dich erstmal übersetzen. Ja, nein, ich muss schmunzeln, weil auch hier es wieder vollkommen anders wirkt, so großformatig. Also wir hätten doch vielleicht noch ein paar kleinere Arbeiten rausholen sollen, dass man das sieht. Also
so einmal groß rausgezoomt, ist es natürlich noch viel extremer als auf diesen kleinen, feinen Papierarbeiten. Ich habe mir noch aufgeschrieben aus unserem Vorgespräch, dass du sagtest, der Musealisierung Zunder geben. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, also welche kreative Wucht auch dahinter steht. Und mir wiederum kam in den Sinn, dass es einfach ein ganz toller Kontrast ist, auch zu dem allgemeinen herrschenden Abgesang auf ein totgesagtes Venedig, weil in diesen Arbeiten ist Venedig echt lebendig. Ich habe einfach Venedig vorgefunden, wie es eben überhaupt nicht, wie es beschrieben wird. Ja? Also nicht in einem morbiden Zustand, sondern im Gegenteil, in einem sehr lebendigen Zustand. Ja? Auch in einem sehr guten, wenn man sich das Hochwasser betrachtet, das ja noch nicht lange zurück ist, in einem sehr guten Gebäudezustand. Also und wenn wir uns heute Abend umschaut, auch eigentlich in einem sehr guten menschlichen Zustand. Ja, auch in einem sehr, in einem sehr jungen was. Zustand. Und, genau. Und wollte das, dieses Gefühl zum Ausdruck bringen. Das ist dir durchaus gelungen. Quindi scusateci, lungo excursus in tedesco, ma perché ci piace raccontarvi quello che è successo con Andreas, perché se siamo partiti da Galanta del 2020, qui è successa una cosa enorme. Cosa? In qualche maniera si è interrogato Andreas come possa lavorare, raccontare una Venezia che ha trovato, una Venezia viva, e anche dopo l'acqua alta in uno stato buono, gli è piaciuto questa Venezia viva e voleva andare contro una sorta di musealizzazione e raccontare una Venezia del tutto contemporanea. Ecco cosa è successo, si ispira a quello che sono ovviamente i gesti, e lo vediamo dopo, di un Tintoretto, sì a quelli che sono i corpi di un Tiziano, ma con una chiave e un colorito completamente attuale che ha trovato nella Gazzetta dello Sport. Ecco, ha portato tutti i giornali e facile adesso saperlo, riconoscere quello che ha visto. Ich muss hier gleich mal weiterklicken, wobei ich jetzt hier unbedingt noch darauf hinweisen wollte, dass es natürlich auch künstlerisch hochinteressant ist, wie sich hier die Tuschearbeiten mit dem Aquarell vereinen, und das sieht man in dieser Arbeit besonders gut. Also plötzlich kam das auch künstlerisch gut zusammen. Ja, ich wollte schon immer einen Mittelweg oder eine Lösung finden für diese alte künstlerische Frage zwischen dem Disegno und der Colore, also dem, wenn man so will, in der italienischen Kunstgeschichte, dem florentinischen Disegno und der venezianischen Farbigkeit. Ja. Und finde dann ist gelungen. Finde in der Gazzetta dello Sport einen guten Ausdruck. Nicht? Quindi questo è un applauso favoloso. Also, quindi vediamo velocissimamente la soluzione di Andreas Quatal tra il disegno fiorentino e il colorito veneziano con questo insieme di acquarello e inchiostro. Erzähl ruhig weiter, du kannst dir gerne noch mal, du wolltest noch ausführen mit der Gazette, aber ich muss jetzt direkt weiterklicken, damit wir das nächste auch in Ruhe sehen. Einfach eine unglaublich interessante Bildsprache hat, die sich künstlerisch ja zu betrachten lohnt, und ich meine, das hat ja auch Günter Förg schon gemacht, aus einer ganz anderen Blickwinkel, natürlich aus einem abstrakten, aber auch die sich die Titel anzuschauen, nicht? Das ist zum Beispiel, wie das aufgebaut ist, keine andere Sportzeitung macht es so. Das ist beinahe schon wie eine Sacra Conversazione hier auf einer Retabel aus dem 13. Jahrhundert. La lettura che appunto non è nulla di nuovo, dice, perché già Günter Förg, altro artista, grandissimo artista, già mancato tedesco, l'aveva fatto prendendosi spunto della Gazzetta dello Sport, ma adesso tu lo chiami una Sacra Conversazione, quello che vediamo. E che sorpresa stamattina leggere sul Gazzettino l'annuncio di stasera e a fianco lo Sport. Und das war toll, heute früh ins Gazzettino zu blättern und deine Ankündigung neben den Sportseiten zu sehen. Das hat natürlich auch gut funktioniert. Was haben wir hier? Hier ist genau diese Bildsprache der Gazzetta dello Sport, in dem wir sehen, was machen die? Du sagtest, sie haben auf der einen Seite den Oberkörper und weil sie den ganzen Mann nicht draufbringen, auf der nächsten Seite die Beine. Und du hast die Beine hier wieder aufs Bild drauf gehievt, richtig? Ja, das ist der, ich glaube, Mauro Icardi heißt der Fußballspieler, und ich fand die Seite ganz spannend, weil auch mit den Tätowierungen, und dann fand ich natürlich
irgendwo auch schön, dass da dann zufällig ein Löwe drauf ist, ne, der halt eine Anspielung auf den venezianischen Löwen ist in der Bildserie. Sì, qui abbiamo Mauro Riccardi, chi è interessato al calcio l'avrà riconosciuto subito, con questo tatuaggio veneziano doc con il leone. E ancora una volta aveva raccontato Andreas, quando ci siamo visti, come la strategia della Gazzetta dello Sport, o in questo caso era una rivista di sport, su una pagina mostra mezzo busto e sulla prossima pagina le gambe, lui qui le ha unite. So, von der Gazzetta dello Sport sind wir voll mitten im Menschen in Venedig und kommen zu einer Arbeit, die auch wieder mit diesem Haus verbunden ist, ikonografisch und einen großartigen Titel trägt. Dürfen wir den, wollen wir den verraten? Den verraten wir, und zwar heißt es: Vier Freunde aus Mestre stehlen für Sophie Klevemann die Aphrodite aus der Casa Grimani. Und Sophie Klevemann, muss man dazu sagen, ist eine Antikenforscherin, mit der wir zusammen eine Exkursion gemacht haben in die Casa Grimani. Und sie hat auf deine Frage hin gesagt, dass das ihre Lieblingsfigur ist. Und ich fand das so toll, dass ich, was man ja in einem Bild machen kann, nicht in der Wirklichkeit, vier Leute auftauchen ließ, die sie für sie diese Arbeit stehlen. Das ist großartig. Questa opera è del tutto legata all'istituto, perché abbiamo insieme fatto un'escursione e vi consiglio la visita a Palazzo Grimani, dove adesso c'è questa grandiosa collezione del patriarca di cardinale Grimani. E insieme a Sophie Klevemann, nostra collega storica dell'arte, che sta studiando proprio la scultura antica e il collezionismo della scultura antica. E cosa è successo? Questo titolo è: Quattro uomini di Mestre rubano la Venere per Sophie Klevemann, perché la Sophie aveva detto che questa è la sua opera preferita. E cosa ha fatto Andreas? Ha detto: beh, non lo possiamo fare davvero, perché portar via da Palazzo Grimani proprio no, ma lo posso fare io all'interno del quadro. Infatti ha fatto arrivare questi quattro baldi giovani a rubare la Venere per l'amica Sophie. Diese antiken Skulptur, die du da reingebracht hast, auch mit dem Jesus, ist enorm, und noch viel toller ist, dass selbst die Venus plötzlich an Farbe gewonnen hat. Was mir aber natürlich besonders ins Auge springt bei diesem Setting, ist das Bild im Hintergrund. Was sehen wir da auf dem Gemälde? Was ist das über dem aufgespannten Schirm? Da sehen wir zwei Personen am Strand mit aufgespannten Regenschirmen, und das ist so ein typisches Bild, wie es in Hotels hängt. Mir fällt der Name des Malers nicht ein, aber das sieht man ganz häufig auch in so Eisdielen oder eben in Hotelzimmern auf Fluren, diese Strandszenen. Und das zeigt so ein bisschen zwei Leute, die sich eben von dieser Szene abwenden oder vielleicht die auch weiterdenken. Oder vielleicht auch die Anspielung auf die Geburt der Venus, ja, die ja aus dem Meer steigt. Botticelli. Sì, mi ero interessata dell'interieur, che è interessante, che vediamo, che chissà cos'è, cioè, vediamo con una valigia, un ombrello aperto, semiaperto, ma soprattutto vediamo questo quadro dietro, mi domandavo cosa fosse. E per Andreas inizialmente era un classico quadro di quelli che si trovano nelle camere d'albergo, ecco, due persone sulla spiaggia, non si ricordava il pittore. In realtà forse adesso, però, pensandoci, poteva essere benissimo anche proprio la nascita di Venere, quindi che nasce dal mare e che riporta il Botticelli. Jetzt haben wir einen schnellen Ritt durch diesen Arbeitsbildzyklus gemacht und kommen jetzt zu dem Bruch, den wir eingangs angesprochen hatten. Plötzlich bist du ganz weg von dieser starken, auch expressiven, wenn man das sagen kann, Figürlichkeit zu etwas sehr Zartem, Leichten, frei von Zeit und Raum gekommen. Und das ist großartig, dass wir auch diese Arbeiten, die letzte Woche entstanden sind, jetzt schon sehen können. Es sind vier insgesamt. Es ist auch ein Arbeitszyklus. Ich würde vorschlagen, wir klicken uns da mal schnell durch, damit wir die einmal sehen. Eins, zwei, drei, vier. Kommen aber jetzt nochmal hierauf zurück. Was ist da passiert? Quindi abbiamo
un taglio netto da, da quello che è stato, se vogliamo, l'espressione figurativa di Andreas, la disposizione del quadro a una completa leggerezza dove perdiamo spazio e tempo, possiamo dire. Abbiamo queste quattro opere che adesso al volo vi ho fatto vedere, di cui adesso parliamo, sono stati disegnati la settimana scorsa. Ich habe mich noch mal eingehend mit der Thematik des Sports auseinandergesetzt, ausgehend von der Gazzetta dello Sport. Und es sind ja hier Schwimmer oder Kopfspringer, die ins Wasser springen. Und kam dann zu der Überlegung, dass eigentlich irgendwo so eine Essenz von dem Sportthema rauskommen sollte. Und das ist ja eigentlich letztlich doch jetzt hier eine Mannschaft geworden. Ja? Also nicht einer, der reinspringt ins Wasser, sondern viele, die dieselbe Bewegung machen, was eigentlich an sich ungewöhnlich ist für diese Sportart, aber doch so durch die Luft fliegen und eigentlich zeigen, dass im Endeffekt doch alle ins selbe Wasser springen. Wo ja eigentlich auch wieder bei einer Art, ist mir aufgefallen, Sposalizio del Mare sind. Das ist ja auch eine Art der Vermählung. Das ist, mit dem Meer. Das ist die Vermählung schlechthin, im Meer zu schwimmen. Und ich hoffe, ich werde es vielleicht irgendwie Ende März noch machen können. Mit viel Mut. Wir stehen dir dann bei. Ins kalte Wasser zu springen. Und du sagtest, du bist selber auch Schwimmer. Das erklärt sicherlich ja, auch diese unglaubliche Präzision im Körper, in den Körperhaltung, die du da geschaffen hast. Ja, das ist letztlich auch nicht nur die Essenz von Sport, also von dem Mannschaftssport auch als Gruppe was gemeinsam zu machen, sondern auch die Essenz von der Überlegung, wie kann ich auf eine körperliche, lebendige Art mit dem Thema der Symbiose mit dem Meer umgehen, und das ist eigentlich ins Wasser zu springen. Alla fine sì, diceva Andreas, ha voluto e ha a lungo studiato ancora una volta, proprio partendo dalla Gazzetta dello Sport, quello che era quello che chiama l'essenza del contatto, della simbiosi con l'acqua. Lui stesso è nuotatore e quindi sicuramente quello che vediamo qui anche nella precisione del disegno del movimento del nuotatore è dovuto a questa profonda conoscenza, ma non ha voluto disegnare un'unica persona ma un gruppo. Das ist ja wie ein Schwarm. Ja, wie ein Schwarm. Und in den verschiedenen Farben sieht man auch sowas ein bisschen wie eben eigentlich die Farben des Regenbogens, ja, die ja zusammen dann diese Farbstimmung ergeben. Und es bezieht sich ganz bewusst eben auch auf die Farben dieser Fahne. Sì, e non solo è un insieme di persone che insieme si tuffa nell'acqua, ma un insieme anche di colori, colori del corpo da un lato, ma anche colori dell'arcobaleno, che fa netto riferimento alla bandiera dell'arcobaleno. Die Regenbogenfarben sehen wir in den nächsten Arbeiten noch deutlicher. Hier zum Beispiel, aber auch vor allem wirbeln hier. So durch die Luft, die wirbeln und durch die Luft, ja. Werden zu Artisten beinahe schon, und dann greifen sie sich in der letzten Arbeit eben an den Händen, weil so zeigt so ein bisschen eigentlich, was passiert oder was ist eigentlich auch die Essenz von einer Begegnung. Ja? Letztlich schwimmen wir oder fliegen wir alle im freien Raum, und der Halt ist der jeweils andere, der sich in unmittelbarer Begegnung dann offeriert. Und sì, assolutamente, dice Andreas, in qualche maniera proprio nel tuffarsi, nel muoversi quasi già a livello artistico per potersi meglio orientare nello spazio e poter trovare un sostegno nello spazio, abbiamo qui questo gesto delle mani che si incrociano. Und das ist enorm, das ist eine unglaubliche Arbeit, in der wir unglaublich viel sehen. Ich habe irgendwie unten Ansichten, hatte ich dir schon erzählt, von Mantegna gesehen. Aber ich sehe hier natürlich auch diese Aufwärtsbewegung von Tintoretto, wenn wir jetzt an die Kreuzesaufrichtung in der Scuola Grande von San Rocco denken. Auch das Sotto also, da kann man, der mittleren Figur zum Beispiel. Also du warst auch in der Scuola San Rocco. In der,
Ja, ich war in das Caguada di San Rocco quasi wie in meinem Wohnzimmer. Das war, ist ja hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Und da sind die Bewegungen halt nochmal drin, die sowohl in der Gazzetta dello Sport vorkommen, als auch bei Tintoretto und machen aber eben was Modernes, was auch so ein bisschen die Stimmung, die momentan herrscht, halt aufgreift und was sich auch die Leute wünschen. Ja, ja, natürlich. Sì, sicuramente anche la visita alla scuola di Grande San Rocco, che è qua dietro, dove è andato più di una volta perché ha un ingresso continuo e ringraziamo per questo anche i colleghi. Sicuramente vediamo qui il movimento dell'alzamento della croce, la crocifissione di un Tintoretto, vediamo qualche sotto in su, ho visto di un Mantegna. È un insieme umano, come dice Andrea, certo c'è tanto anche della Gazzetta dello Sport, è un insieme molto, molto forte, molto contemporaneo. Du hast es vorhin angesprochen, es ist natürlich die Regenbogenfahne drin, aber es ist natürlich auch die Fahne, die jetzt mit dem Aufdruck Frieden, Pate, zu einem Symbol in der Demonstration auch gegen den Krieg und für den Frieden verwendet wird. Also ganz, weiß ich gar nicht, ob das wichtig ist, ob das bewusst oder unterbewusst bewusst ist, dass natürlich solche Bilder der Medien dann auch dann einfließen. Das ist jeweils unterschiedlich, aber ich glaube, da rekurriere ich wieder auf den eingänglichen Begriff, halt, dass man so ein Seismograf ist, der diese Stimmungen aufnimmt, und in dem Fall ist es aber innerhalb dieser vier Arbeiten dann durchaus bewusst entstanden. Also es sind auch die Gay Rights drin, und eben die Pace-Fahne und letztlich eigentlich auch der Griff an die Hände. Das ist ja auch eine Sache, wo ich immer finde, was Malerei oder Zeichnung eben sehr schön kann oder überhaupt Fiktion ist, die Dinge zu machen und den Leuten vor Augen zu halten und weiter zu praktizieren, die vielleicht auch momentan nicht möglich sind. Und ein Handschlag oder ein Handgruß ist momentan nicht gebräuchlich, aber in einer Zeichnung kann man das eigentlich weitermachen. Sì, sicuramente, dice Andrea, ho pensato anche volutamente, ho inserito i colori della bandiera dell'arcobaleno, che non solo è un simbolo del Gay Pride, ma è anche un simbolo diventato abbinato alla parola pace in questo momento per la dimostrazione per la pace contro la guerra. Ma non solo, dice che uno dei gesti che in questo momento non possiamo fare per ovvi motivi della pandemia è darci la mano, incrociare la mano, ammucchiarci, però nello strumento della pittura questo sì è possibile. Und deshalb haben wir zum Abschluss jetzt auch noch mal die beiden Arbeiten gegenübergestellt. Danke, dass ich das machen durfte, das war mein Wunsch. um einfach nochmal zu zeigen, wie nah sich sozusagen diese ersten ganz frühe Arbeiten mit den jetzigen Arbeiten sind. Also du sagst natürlich, es ist eine Bildstrategie, die dir natürlich auch gefällt, dass dieses diagonale Arbeiten, aber es ist jetzt auch nochmal hochinteressant zu sehen, wie dieser starke Tuscheduktus zu Beginn sich jetzt berührt mit diesen ganz zarten, fragilen Elementen. Ich kann dem gar nichts hinzufügen, Petra, das war eine hervorragende kunsthistorische Ausführung. Und muss auch sagen, dass es die ganzen Wochen hier schon so geht. Es ist ganz fantastisch. Vielen Dank, Petra. Dankeschön, danke. Sì, scusateci. Ho ringraziato Andreas perché mi ha permesso di fare questo confronto, perché è interessantissimo ovviamente di vedere come all'inizio si incontra questo lavoro iniziale ad inchiostro con un'espressione molto precisa, molto dura, con queste ultime opere quasi effimere. E alla fine vediamo comunque anche l'affinità tra le due opere dall'espressione. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir den Applaus schon vorweggenommen, den würde ich sagen, Applaus. Toi, toi, toi für die Ausstellung in München und vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Herzliche Einladung an alle in die Ausstellung. Jetzt fehlt noch ein letzter Abschluss. Nicht nur toi, toi für die Ausstellung in München, sondern viel Erfolg auch für dein nächstes Stipendienjahr, denn du wirst direkt von Venedig nach Bamberg gehen ans Künstlerhaus Villa Concordia. Und das ist ein ganz wunderbarer Anlass, auch darauf hinzuweisen, dass in diesem Jahr auf Anregung der Direktorinnen, Frau Dr. Liebermann, Frau Dr. Gomringer, ein Austausch stattfinden wird. Also wir werden in diesem Jahr noch öfter zwischen
Bamberg und Venedig Brücken bauen. Quindi. Das heißt, ich werde Venedig also nicht vermissen müssen und werde ganz viel venezianisches Licht natürlich mitnehmen nach Bamberg und bedanke mich herzlich für das Gespräch und beim Centro und vor allen Dingen aber auch bei den Kollegen hier, mit denen man so wunderbar zusammenarbeiten kann. Schönen Abend. Brevissimamente. Brevissimamente, altro applauso, danke schön. Brevissimamente, il ricorso sul fatto che Andreas adesso per un anno sarà borsista della Villa Concordia di Bamberga, un'istituzione che promuove giovani artisti e artisti a Bamberga e che, con la quale avremo uno scambio. E quindi Andreas vi ringrazia, ringrazia voi, ringrazia i colleghi, ma soprattutto porterà tanta luce veneziana a Bamberga, città con la quale lavoreremo nell'arco del prossimo anno. Vielen Dank.